Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Pokémon Grün im 19. Part. Wir begeben uns jetzt das erste Mal in die Top 4 und unsere erste Gegnerin Lorelei benutzt hauptsächlich Eis-Pokémon. Es gab damals aber noch nicht so viele pure Eis-Pokémon, darum sind viele davon vom zu teilen Wasser. Sie hat nur, ich glaube, ein Pokémon, das nicht vom Halbtyp mindestens Wasser ist. Darum empfehle ich hier Zapdos auf jeden Fall. Mit Donnerattacken kommt er hier gut durch. Das ist Yurob oder ist das schon Yugong? Ich erkenne den Sprite nicht so ganz. Auf jeden Fall ist es Wasser. Ich weiß nicht, ist es halb Wasser und halb Eis, genau. Ah, die Level sind schon krass. Ich hoffe, dass ich da irgendwie mit meinem Typenvorteil durchkam. Ich weiß, dass ich das mal mit einem frisch gefangenen Zapdos gefangen habe. Wir machen es einfach mit Donner, komm. Mal sehen, ob wir es diesmal auch schaffen, jetzt auf Japanisch. Level 53, okay. Ich habe hier eine Tabelle auf mit den Schwächen der verschiedenen Typen aus meinem Guide. Ich habe nichts im Internet nachgeschaut. Das ist Austausch, das hat halb Eis, halb Wasser vom Typ. Ich habe mir im Guide auch nochmal die Typen der einzelnen Pokémon angeschaut, weil ich ja zum größten Teil wusste, welche dran kamen. Ja, so viele tolle Sachen, die ich durch meinen Guide habe. Sie hat... mal sehen, wer jetzt kommt. Ich sag einfach, sobald das Pokémon kommt. Okay, Lamus hat auch zum Halbtyp Wasser, Wasser und Psycho. Sie hat ein einziges Pokémon, das nicht Wasser ist. Das ist vom Typ Eis und Psycho. Wenn es drankommt, dann werden wir es sehen und wir werden es dann einfach... Ja, da ist es, Rosanna. Ich glaube, wir werden es aber mit Flugattacken bearbeiten. Sollte nicht besonders effektiv sein, aber die Attacke ist ziemlich stark. Das war ein Eisstrahl, vermute ich. Oh! Hey! Zapdos! Komm, Lavados. Du hast Schnabel und Feuerwirbel, habe ich gesehen. Gott, ist dein Sprite hässlich. Das müsste Feuerwirbel sein. Der sollte sehr effektiv sein auf Rosanna, denn es ist ja vom Halbtyp Eis. Okay. Ist nicht sehr effektiv und sie setzt einen Trank ein, aber Feuerwirbel ist ja eine fangende Attacke, darum ist sie auch nicht so stark. Dann trifft das direkt nochmal und nochmal. Okay, dreimal. Und jetzt machen wir es zu Ende mit Schnabel. Und das letzte Pokémon. Welches ist es denn? Ich überlege gerade. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall werden wir mit Lapras keine gute Chance dagegen haben. Genau, Lapras. Das wir selber auch hätten bekommen können im Silph-Co-Gebäude. Hat uns ja einer andrehen wollen. Wir setzen mal Stärke ein. Das ist unsere einzige Nicht-Wasser-Attacke mit Turtok. Oh. Und das ist ein Konfu-Strahl, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich setze den ersten Beleber ein. Das wird mir sonst langsam zu blöd. Au! So, ich wechsle direkt auf Zapdos. In der Hoffnung, dass Lapras mich nicht one-hittet oder sowas. Das wäre ziemlich blöd. Oh, das ist, glaube ich, Blizzard. Blizzard ist stark. Ich habe einen Beleber verschwendet. Ich Vollidiot. Ich Hornochse. Ach komm, ich versuche es jetzt mit Lavados und mit Schnabel, weil Lavados halt einfach ein hohes Level hat. Na, das wird auch nicht klappen. Aber Eisattacken sind nicht effektiv auf Feuer. Wow. Okay, dann war es eine Wasserattacke, die einfach nur aussah wie eine Eisattacke. Ich komme hier gerade nicht weiter an Lapras. Du dummes Drecksviech, du. Du Blödian, du Doofmann. Haha, jetzt habe ich dir gegeben. Blubstrahl, wie stark bist du? Wow, gar nicht. Selbst Stärke war stärker. Hahaha. Muss ich jetzt tatsächlich... Oh, ich glaube fast... Nee, ich versuch's weiter zu schwächen. Nee, ja, das wäre Verschwendung. Dann brauche ich nur später noch mehr Beleber im Endeffekt. Dann setze ich jetzt einen Beleber und einen Top Genesung ein bei meinem Zapdos. Okay, Konfu-Strahl, damit kann ich leben. Ich greife ja eh nicht an. Na, hier. Dummes Lapras. Aua, Lapras ist ein Teamkiller. Dein Sprite ist hässlich. Haha, finde ich eigentlich gar nicht, aber ich sag's jetzt, weil du ein Blödmann bist. Ich versuch's direkt mit Donner, weil ich nicht riskieren will, dass das Viech überlebt. Und damit haben wir Lorelei besiegt. Es ging doch. Ein paar Schwierigkeiten hatte ich, aber ich bin auch
mächtig unterlevelt. Vielleicht hätte ich doch leveln sollen. Hehe. Bla 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 bla. Und der nächste ist Bruno. Glaube ich, war sein Name. Er hat auch die allseits beliebten Pokémon, die eine Schwäche haben gegen Elektro. Und zwar hat er Kampf-Pokémon, zum größten Teil aber auch ein paar Boden-Pokémon. Da werde ich dann Wasser einsetzen. Kann man Lavados einfach voll heilen, auch wenn Lavados bisher irgendwie total unnütz ist. So, da werde ich Turtok auch brauchen, aber halt auch Zapdos. Und wir sprechen ihn direkt mal an. Hallo Bruno, na, was geht? Es geht so, ja, cool, mhm, ja, finde ich auch. Okay, dann lass uns beginnen. Und der Bruno, sein Spread sah, glaube ich, ein bisschen anders aus. Okay, er fängt mit Onix an, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, mit welchem Pokémon er anfängt. Nein, das ist die falsche Auswahl. So, jetzt denkt er, wir setzen ein Elektro-Pokémon ein. Vielleicht macht er jetzt irgendwas Dummes. Hoffen wir es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was er eingesetzt hat. Tut mir leid. Das ist mir denn zu hoch. Und Blubstrahl schaltet das Onix mit einem Schlag aus. Erbärmlich. Ich habe keine Ahnung, was du einsetzt. Das ist halt mein Nachteil. Ich kann hier nicht passend wechseln. Und dieser Sprite für Nocturne ist seltsam. Der sieht aus wie, das habe ich im Internet mal auf irgendwelchen Memes gesehen, oben ist ein Toggle-Tick und darunter ein Dodo, das sich gerade bückt und wahrscheinlich sein Geschäft verrichtet. Wenn ihr es einmal gesehen habt, seht ihr es immer so. Haha, ich hasse euch. Hahaha, wegen mir seht ihr es jetzt auch immer. Nein, dann hasst ihr ja mich, nicht ich euch. Obwohl, wir können uns ja gegenseitig hassen. Komm, lasst uns alle Freunde sein. Wir haben so viel gemeinsam, wir hassen uns alle gegenseitig. Ja, das ergab wenig Sinn. Und Kickli Shield. Warum Shield Kickli? Wie viel macht ein Donnerschock? Ich würde nämlich gerne ein paar Donner noch aufbewahren. Okay, das reicht auch schon für zwei Hits. Und er macht eh sowas wie Energiefokus oder so. Von daher soll es mich nicht stören. Dann setze ich lieber zwei Donnerschocks ein als einen Donner. Der eh nicht immer hundertprozentig trifft. Okay, Onix. Damit hätte ich rechnen können. Und schon wieder falsch. Los, Turtok! Und auch er setzt irgendeinen Fokus ein. Warum fokussieren die sich alle? Komm, Surfer. Kannst dich im Wasser fokussieren, du Stein. Mal sehen, wie gut du schwimmen kannst. Ups, gar nicht gut. Mensch, das war ja abzusehen. Und ich bleib mal jetzt auf Turtok. Und Level 41 erreicht er, der Gute. Als nächstes kommt, ich weiß es nicht mehr. Machomai, und das sieht echt hässlich aus, wow. Ist auch Kampf, aber ich mach's jetzt einfach mal, versuche ich's mit Turtok. Wenn's nicht gut geht, dann wechsle ich halt zur Not noch auf Zapdos. Ja, er setzt ja eh sein komisches Fokusteil ein. Hallo, hier ist Zapdos. Na? Ich bin legendär, weißt du? Ich glaube, das reicht nicht wegen seinem hohen Level. Nee. Setzt er jetzt noch einen Donner ein. Hoffentlich trifft es. Nein, es trifft nicht. Und was macht er da die ganze Zeit? Erhöht er seine Ausweichchance oder so? Nee, sonst hätte Donner wahrscheinlich nicht getroffen. Der hat eh schon eine niedrige Trefferwahrscheinlichkeit. Und damit ist auch Bruno besiegt. Die Nummer 2, der Top 4 tatsächlich. Du sagst, ich hab dich besiegt, mach's gut, tschüss. Und die dritte der Top 4 werden wir im nächsten Part angehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut, ich speichere hier nochmal. Euer Vogel und falls es euch gefallen hat, schaltet wieder ein und bewertet das Video. Das würde mir helfen. Hihi, tschüss.